Hallo in der Whisky-Truhe. Ich habe da was Neues für euch. Und zwar, das seht ihr hier schon. Diese Flasche. Und nur für den Fall, dass ihr euch heute fragt, warum trage ich denn in der Wohnung, in der ich alleine bin, eine Mütze? Nun gut. Einmal, Grund 1, Bad Hair Day. Grund 2, Shankies Whip. Irish Liquor. Denn diese Mützen waren als Merch mit im Paket. Was ist das? Das ist ein Original Black Liquor aus Irland. Die Geschichte besagt, verkürzt dargestellt, Shanky mag den irischen Whisky nicht wirklich, weil er ihm zu scharf ist. Auf der anderen Seite mag er wohl den Likör auch nicht so richtig, weil er ihm zu süß ist. Also mischt man das. Und da steht jetzt hier auf der Rückseite drauf: Shankey's Whip is a black liquor whipped together with Irish Spirits, Irish Whiskey, Cream Flavor and Caramel. Try on the rocks or with a good Mixer. Das werden wir auch tun. Jetzt machen wir die ganze Flasche mal auf. Und die geht so leicht auf. Die hat da gar nicht geklebt. Überhaupt nicht. Das war eben Drama, die beim ersten Video versucht mal zu öffnen. Spezialwerkzeug zum Flaschenöffnen. Entweder bin ich heute echt zu schwach oder das hat geklebt wie Hulle. Aber das. Kommt direkt schon eine Fruchtfliege an. Das Ding riecht ja mal gut. Ich meine, die Farbe ist ja mal geil. Ich gebe ja offen zu, ich habe diese Flasche auf einem meiner sozialen Kanäle als Werbung gesehen und fand die Flasche optisch schon geil. Bisschen geguckt, so YouTube-Videos zu denen und auf der Seite geguckt. Werbung ist echt schon nice. Und daher, ich bin ja ein Riesenfan mittlerweile von Whisky-Likören. Ich bin ja da über so ein schwarz gebranntes Zeug gestolpert. Und mittlerweile habe ich ein paar Marken mehr und gehe ja immer weg von dem, was ich ursprünglich mal hatte, weil es gibt daneben echt, echt geile Sachen. Und ich bin mal gespannt, wie der hier abschneidet. Vor allem, wie der nachher als, ja, also als kleiner Cocktail, ich bastel da mal was. Hab da so eine Idee. Ich hoffe, da bin ich auch im richtigen Weg, wenn ich das hier so rieche. Boah, ist eine Karamellbombe. Karamell. Moment. Ah, ich probiere es trotzdem mit dem. Das ist geil. Likör. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren, aber ich glaube, das so im Hinterkopf zu haben. Pro 100 Liter, pro 100 Liter. Ich rede ein Zeug heute. Pro Liter Flüssigkeit sind 100 Gramm Zucker dran. Spürst du da echt nicht. Es ist nicht zu süß. Es ist ein wunderschöner Karamell. Dazu eingebunden der Whisky. Keine Ahnung, was da für ein Whisky drin ist. Das wird ja nie auch verraten. Ist aber letztendlich auch völlig Wumpe. Und es muss ja schmecken. Und das da ist. Bin ja froh, dass die erst 0,7er Flaschen kommen, weil ich glaube, die da wird schnell leer. Das Ding ist pur schon mal sehr lecker. On the Rocks spare ich mir jetzt. Sondern gehe direkt über los und ziehe keine On the Rocks Getränke ein, sondern gehe gleich in den Mixer mit dem Zeug. Ich glaube, über Eis käme das gut, aber ich habe kein Eis daheim. So ein schönes Vanilleeis. Geht immer. Ein bisschen Sahne, das drüber. Probieren wir erstmal damit. Ich sehe schon, das seht ihr jetzt sehr wahrscheinlich nicht, aber so vor dem Bildschirm fliegt die ganze Zeit so voller Erwartung so eine blöde Fruchtfliege rum. So, wir machen erstmal 4 cl von dem Likör.
Das ist auch schon gerade die Tischdecke. Dazu Eis. Dazu kommt 4 cl, na komm, machen wir 6 cl Kaffee. Und dann nehmen wir einen anderen Likör. Ich hatte jetzt erst gedacht, ich würde jetzt Cold Brew Coffee Likör nehmen von dem Anbieter dieses Getränks. Dazu wird es noch ein Video geben. Das ist neu von einem anderen Lieferant für Liköre. Das ist ein Haselnusslikör. Nochmal 3 cl. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Und ein Garnisch oder so brauchen wir nicht. Geld. Wie sind so sehr kleckern? Das ist da Sprudel, könnte man meinen so. Und da ist noch so zwei Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. So, Böhnchen 1, Böhnchen 2. Swirl around. In diesem Sinne, so, jetzt will ich die Bohnen dazu. Oh, geiler Scheiß. Was soll der Geiz? In diesem Sinne, ich glaube, das probiere ich jetzt noch mit dem Macadamia. Mit der Walnuss und mit Cold Brew Coffee auch, weil ich habe jetzt hier einen normalen aufgebrühten Kaffee, wobei ich jetzt dazu sagen muss, den Kaffee, der da drin ist, der in der Tasse war, habe ich auch aus dem Laden. Das ist der Blank Roast Rum Flavored. Wunderschöner Kaffee, gibt es in drei Geschmacksrichtungen bei mir, Whisky Flavored, Rum und Sherry Flavored. Ich mahle mir die jeden Morgen frisch in meiner Handmühle, brühe mir den Kaffee auf und den kannst du auch noch kalt trinken. Das damit rein, mit dem, zu dem es noch ein Video gibt. Wunderbar. Jetzt käme mir dann die Idee, vielleicht hier noch so ein bisschen Sahne drauf oder so. Oder gib mir mal einen Tipp, was würdet ihr für sowas noch drauf machen? Was wird da noch passen? Oder was wäre euch lieber als Haselnuss, Macadamia, Walnuss? Ich bin gespannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Man sieht und hört sich. Im Zweifelsfalle immer ein Like dalassen. Das wäre schön, aber kein Muss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal hier abonnieren würdet. Einen schönen Tag noch.